Südtirol, das Land im alpinen Dreiländereck zwischen Italien, Schweiz und Österreich. Eine Postkartenidylle. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg finden hier eine Reihe von Kriegsverbrechern Unterschlupf. Man hilft und schweigt. Natürlich sind dann viele Kriegsverbrecher, haben sich retten können. Das stimmt. Wir haben nicht unbedingt das einander erzählt, weil man ja immer wusste, die Sache ist heikel, also es darf nicht zu weitere Kreise ziehen. Einige der größten Nazi-Verbrecher finden hier Unterstützung bei ihrer Flucht. Alsbald wimmelte es von Soldaten, die eine Razzia durchzuführen hatten. Aber meine Wirtin, die zur Organisation gehörte, war auf Draht. Schnell, auf den Boden rauf, sagte sie. Flüchtende werden über alte Schmugglerpfade Richtung Süden gebracht. Für die Frauen der Schleuser eine Zeit der Angst. Ja, was meinst du, was ich für einen Angststoff gehabt habe, wenn ihr die Nacht weg ist mit der Schmuggler über die Grenze gegangen, weißt du nie, was passiert, gell? Ihr Mann war nicht der Einzige, der mit Fluchthilfe gute Geschäfte machte. Nur wenige Zeitzeugen sprechen heute offen über die Vergangenheit. Ein Einblick 70 Jahre zurück. Es geht auch darum zu sagen, dass die Zeitzeugen zwar nicht für alles verantwortlich waren, nicht alles sehen konnten, aber dass sie sich Rechenschaft über das ablegen sollten, was sie sehen konnten und was sie nicht sehen wollten. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, Josef Mengele, der Todesarzt von Auschwitz, Erich Priebke, der an Massenerschießungen beteiligte SS-Offizier. Drei der meistgesuchten Kriegsverbrecher werden über Südtirol nach Rom und Genua geschleust. Südtirol wird auch letzte Zuflucht für die Familie von Martin Bormann, engster Vertrauter von Adolf Hitler. Ein abgeschiedenes Tal wird zum Versteck für seine Frau und Kinder. Hier sagte man uns unsere neuen Namen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir alle aufpassen mussten, um uns nicht zu verraten. Marion Obwexer ist die Urenkelin von Martin Bormann. Also ich bin mir sicher, dass wenn manche Menschen wissen würden, dass ich die Urenkelin von Bormann bin, dass sie mich gewiss mit anderen Augen betrachten würden. Diese Vergangenheit, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt beeinflusst habe, werde ich sicher mein Leben lang mit mir tragen. Martin Bormanns Familie entkommt durch ein perfekt organisiertes Netzwerk. NS-Sympathisanten, Priester, der Vatikan und das Rote Kreuz. Sie besorgen neue Papiere, Geld und Visa nach Übersee.